Ja, der Roman steht fest. Wir sind beim Pressezentrum. Zur Kronenzeitung geht's. SN ist im Haus, Salzburg 24 ist im Haus, Media Print ist im Haus und ein bisschen Immobilienzeugs und so. Wir wagen uns jetzt also mitten in die Höhle des Löwen, mitten zu den Systemmedien. Und ja, wie ihn Roman kennt, wird er vielleicht eine kleine Undercover-journalistische Glanzleistung vollziehen. Und ja, schaut euch an, was rauskommt. Soweit, so gut. Teilweise Leser eures Magazins festgestellt, dass ihr damals für den Furtner Max eine Darstellung gemacht habt. Genau. Bei mir hat sich Ähnliches zugetragen, allerdings nicht in physischer Gewalt, das haben sie sich bei mir nicht getraut. Ich bin allerdings am selben Datum, also jedenfalls am 9. Jänner, muss das jetzt noch schon, 21 Grad übrigens, im Anschluss am Bahnhof beschuldigt worden, gemeinsam mit dem Herrn Reuter und einem weiteren Mittäter, ganz tolle Sachen vollbracht zu haben. Ich habe dann dagegen einen Einspruch erhoben und der ist natürlich abgelehnt worden mit einer lapidaren, ich meine, es waren mehr Zeilen, aber eigentlich war es nur zwei Zeilen, wo man gesagt hat, das ist eine Schutzbehauptung und alles, was ich angegeben habe, interessiert eigentlich gar nicht. Ich habe dann eine Beschwerde eingereicht, die ist im Falle vom Herrn Reuter, der ja ebenfalls beschuldigt war, sehr schnell postwendend beantwortet und abgelehnt worden. Es gab dann trotzdem relativ überraschend, nachdem es abgelehnt worden ist, beim Herrn Reuter dann doch eine Verhandlung, bei der bin ich dann als Zeuge zugegen gewesen. Das war dann von einem Landesverwaltungsgericht. Genau. Und irgendwann hat mich der Herr Reuter informiert, dass er eine Zeugenladung bekommen hat für meine Verhandlung. Das hat mich dahingehend sehr erstaunt, weil zum einen ist es wahnwitzig war, nachdem er mich reingesprochen hat, dass man gegen mich separat Steuergelder verschwendet hat und überhaupt noch ermittelt hat. Und zumal ich, wie gesagt, war das verhandelt? Mir ist in den Unterlagen auch schon, das war Jänner, 23. 24. Das ist dieses Jahres. Ja, man von dem Fall wegrechnet, ein Jahr danach. Nein, das war fast also zwei Jahre fast, glaube ich. Ja. Und den Herrn Reuter, und deswegen habe ich ihn mit, hat man, also wir sind dann letztendlich beide, Beschwerden sind stattgegeben worden. Seine, wie gesagt, schon etwas früher, meine etwas später. Und weil eben separat nochmal verhandelt, auch wenn keiner weiß warum, weil die Anklagepunkte waren ident. Und man hat dann ein weiteres Verfahren angestrebt, nachdem der Herr Reuter irgendwann einmal wegen des Nichttragens seiner Maske 45 Tage in der JVA in Burgstein sitzen musste. Da hat ein Polizeibeamter nämlich festgestellt, er ermittelt nicht gegen mich, sondern gegen mein Fahrzeug. Mhm. Und das hat auch sehr wahnwitzige Formen angenommen. Und auch da gab es eine Verordnung. Geschichte der Landesverwaltungsgericht, was ab der wurde stattgegeben. Mhm. Und nachdem ja quasi unsere Bewegung sich unglaublich freut, wenn man auch mal einen Triumph verbuchen kann, und man ja generell immer so sagt, nein, das sind ja alles Systemmedien, und ihr ja mit dem Klarstellen von Max meines Erachtens noch ein bisschen eine Gegendarstellung gezeigt habt, bin ich heute hier. Habe mir gedacht, mach mal Nägel mit Köpfen, machen wir das doch einfach nochmal. Ja, natürlich. Ich habe das einmal ganz grob zusammengepackt. So, das sind jetzt zwei Akte. Was genau haben Sie extra körperliche Angriffe wahrscheinlich hören? Unter anderem. So, also das ist der eine Akt, das ist der andere. Ich fange mal mit dem ersten an. Es war zweimal. Und zwar hat man mir vorgeworfen drei Anklagepunkte. Ich habe einer das da bis auf persönliche Daten geschwärzt.
da war eben dabei, dass ich durch das Vorhalten meiner Handy-Videokamera angeblich eine Festnahme behindert habe und gleichzeitig und laut geschrien und zwar ich alleine gleichzeitig Beamten mehrere, also wirklich, da ging es um ein paar Dutzend, physisch angegangen und eingekesselt habe. Ich war sehr beeindruckt, was ich alles kann, ganz alleine. Vor allem das Einkesseln hat mich sehr beeindruckt. Des Weiteren hat man mir vorgeworfen, ich hätte 80 Minuten lang trotz der Polizeipräsenz und der ÖBB Security, die vor Ort waren, den Haupteingang des Salzburger Hauptbahnhofes Südtiroler Platz zeitlich, also drei Scheunentor große, Eingänge nach vorne und zwei zur Seite, 80 Minuten lang verstellt. Und der letzte Vorwurf war dann, ich hätte die öffentliche Ordnung und Ruhe gestört, weil ich zu laut war am Bahnhof, wo Züge einfahren und ähnliches. Das ist dann hier noch auf der zweiten Seite. War das eine Demo, oder? Warum? Bitte? War das das Ende von der Demo, oder? Warum war das hier am Bahnhof? Weil an dem Tag sich eine Gruppe nach dem Vorfall von Max am Bahnhof aufgehalten hat. Max war um ca. 14 Uhr, das war kurz vor Demo-Beginn. Ja. Die Demo selber hat dann ungefähr bis 17 Uhr gedauert und da hatte sich eben schon eine Gruppe abgesprengt und war eben am Bahnhof. Und wir haben gesagt, wir schauen uns noch an, was die dort auf die Beine stellen wollen oder eben nicht. Mhm. Ich habe dann, wie gesagt, gegen diese Anzeige, nachdem die sehr wahnwitzig waren, weil man mich vor Ort, also am Bahnhof, weder seitens der ÖBB Security, die zugegen war mit vier Leuten, noch seitens der Dutzenden Beamten angesprochen hat und mich darauf hingewiesen hätte, dass ich mein Verhalten zu ändern hätte, dass irgendwas nicht passt oder dass man vielleicht eine Personenidentitätsfeststellung verzogen hätte. Das hat alles nicht stattgefunden. Es kam einfach dann der Wisch. Genau, es kam einfach der Wisch. Ich bin da ziemlich aus alle Wolken gefallen. Hab dann daraufhin einen Einspruch verfasst, da führt jetzt das Deckbladel, aber ich glaube, das ist wurscht. Der Text ist vollständig. Das ist dann der zweite Teil zu dem Einspruch. Der ist abgelehnt worden. Man hat dann dieses Schreiben, das Sie da in den Händen haben, einfach in Kopie nochmal geschickt. Ich habe dann darauf eine Beschwerde eingereicht. Die ist dann hier in diesen beiden Schreiben zusammengefasst. Dann war die Verhandlung von Herrn Reuter, die war am 19.07.2022, also ungefähr ein halbes Jahr später. Das wäre diese. Mein Urteil ist dann schriftlich verkündet worden, das heißt, da habe ich quasi keinen Schriftsatz dafür, das ist vor Ort erledigt worden. Das wäre sozusagen Fall 1. Du machst mal die Hände erhört, sagen, ich denke, da hat deine tollen Filmchen machst du. Achso, ja, na, aber er hat noch nie die Videokamera benutzt, das ganz Prinzip ist wurscht, aber machen wir dieses etwas antiquierte Telefon mit Tasten und auflösendem Display ist dieses Wunderwerk, es steht eben im Einspruch drin, mit dem ich angeblich da ganz lustig eine Festnahme verhindert habe, indem ich ein Handyvideo gedreht habe, während ich, wie gesagt, gleichzeitig meine Handy genutzt habe, um Beamte physisch anzugreifen und einzukesseln. Also besonders das Einkesseln hat mich sehr beeindruckt. Und wie viel waren es denn, Polizisten? Da waren eine Hundestaffel war zugegen, es gab eine Verletzte, deswegen war es wieder Kreuz zugegen. Es wurde dann eine Verstärkung angefordert. Also du hast du angerufen, das Rote Kreuz? Oder? Das Rote Kreuz habe ich angefordert, ja. Es waren, ich hätte einmal gesagt, mit der Polizeiwache, die am Bahnhof vor Ort ist, zu der die Person die Karte festgenommen wurde, die nichts mit uns zu tun hat, dann verbraucht wurde. Die hätte einmal gesagt, sicher 40 Polizisten vor Ort. Also 40 Polizisten Minimum physisch zu bedrängen und zu attackieren und einzukesseln
ist nicht schlecht, aber ich fand auch, wie gesagt, allein den Hauptbahnhof 80 Minuten lang zu verstellen, fand ich auch stark, weil der, wie gesagt, 5 Eingänge, 3 nach vorne und zwei zur Seite hat. Und das Ganze, wie gesagt, noch ohne, dass ein einziger zu mir gekommen wäre und gesagt hat, sie hören es auf damit, oder mir einen Platzverweis erteilt hätte, oder gesagt hat, sie kriegen jetzt eine Anzeige wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, oder entschuldigen Sie, können Sie sie ausweisen, sondern es war einfach stillschweigen, alles in Ordnung, bis ich Post bekam, ich hätte einen blauen Brief abzuholen. Und in dem hat man mir dann eben mitgeteilt, ich hätte jeweils zu 2 Tagen und 19 Stunden ersatzfreie Strafe ob meiner schlimmen Vergehen was zu tun. Wie gesagt, das Landesverwaltungsgericht hat das Ganze nach näherer Prüfung im Falle von Herrn Reuter stattgegeben und hat auch in meinem Falle festgestellt, das klingt sehr ungewohnt. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, dass sowohl die Exekutive selber laut Sicherheitspolizeigesetz § 13 bei solchen Einsätzen Aufzeichnungen mit Bild und Ton macht. Demnach müssten Sie das eigentlich belegen können, was Sie da sagen. Des Weiteren ist der Bahnhofsvorplatz selbst videoüberwacht und ich habe auch darauf hingewiesen, aber man hat dann erstaunlicherweise kein Video vorzeigen können. Also sehr, sehr spannend. Lustig war ja, bei mir hat man gesagt, die Videos wurden gelöscht und bei ihm hat man dann gesagt, sie dürfen aus datenrechtlichen Gründen nicht benutzt werden. Genau, also meine Vergehen waren so schlimm, dass man mich knapp 9 Tage einsperren wollte, aber sie waren nicht schlimm genug, dass eine Sichtung des Videos bei Gericht zugelassen worden wäre. Und von zuerst waren es gelöscht, also das ist auch schon wieder... Ja, wie gesagt, das ist sehr interessant, aber noch viel spannender ist eigentlich meines Erachtens noch der zweite Akt. Wie gesagt, der Herr Reuter ist 45 Tage in der JVA eingesessen wegen Nichttragen seiner Maske unter freiem Himmel, bei der einer Begleitung. Er hat am 14. Salzburger. Februar 2022. Und was jetzt wegen der Haftstrafe? Nein. Die Vergehen selbst. Das war der 14. Februar, also Valentinstag. Valentinstag, ja, das Wort wird jetzt finden. Der 14. Februar ist das. 21. Ja. Oder 21 sogar, gell? Also immer jetzt Valentinstag war. 21 war es. Valentinstag 21. Beim österreichischen Hof. Jedenfalls, das war einer der ersten sonnigen und ein bisschen wärmeren Tage. Und der Herr Reuter hat da in Ausübung seiner Tätigkeit festgehalten, dass er diesen Demozug begleitet und gefilmt hat. Da war er also Kanalbetreiber. Und man hat dann in weiterer Folge unglaublich viele Menschen ohne Maske, ohne Abstand auf Höhe Hotels, auf der österreichischen Show, in der Sonne sitzen gehabt. Und wir hatten damals aufgrund dieser Versammlungsverordnung Maskenpflicht. Und die Normalbevölkerung vermeintlich nicht. Und es hat halt dann einer unserer Mitstreiter gesagt, er glaubt nicht, dass die Leute, die da alle so dicht gedrängt sitzen, aus einem oder aus jeweils aus demselben Haushalt kommen und die Polizei möge da jetzt ihres Amtes walten. Und der Polizist hat dann erklärt, na, dafür ist er nicht zuständig. Hier ist nur für die Demobegleitung, woraufhin dann ich gemeint habe, wenn jetzt jemand eine ältere Dame vom Fahrrad schubst, der die Hand aus zu stehlen, sagt dann, na, das ist nicht mehr aufgabenbereit, so wie es eine interessante Dienstauffassung. Und das wurde halt unter anderem dokumentiert, filmisch festgehalten. Der Polizist hat daraufhin eine Zivilklage erhoben, weil er in dem Video, obwohl er Haube aufgehabt hat und Maske, gemeint hat, er wird da erkannt und das hat da jetzt üble Nachrede und hat den Herrn Reuter angezeigt und der wurde dann wegen dieses Verstoßes, wegen keine Maske und das dokumentiert zu haben, zivilrechtlich geklagt und durfte dann eine ersatzfreie Strafe von 45 Tagen absetzen. Und da haben wir... Das 300, also er hat einen Tagessatz von 8 Euro gehabt, ich meine, es waren so die 43 Euro. Waren auch 47 Tage, wenn ich mich nicht eher täusche, ja. Nicht 47 waren es. Gut. Und wir haben eine Solidaritätskonto. 380 Euro. Ja, gut, dann 8, also ich 375, 80 soll in den Rennen. Und wir haben eine Solidaritätskundgebung gemacht, weil man eben sagt, es kann nicht sein, dass jemand bei einem Tagessatz von 8 Euro, also nicht in der Stunde, sondern am Tag, einsitzt,
weil er quasi als freischaffender Medienbetreiber Demo begleitet hat unter freiem Himmel, also es war nicht irgendwo in einem geschlossenen Raum oder sonstiges. Und bei dieser Kundgebung waren wir bei der JVA Burstein draußen mit einer Handvoll Leute. Ich hätte mal gesagt, das wären 20 Leute ungefähr gewesen sein. Und die JVA Burstein hat einen eigenen Parkplatz. Der ist allerdings nur für den Besucherverkehr geöffnet während der Besuchszeit. Wir waren außerhalb dieser Besuchszeit da, da ist dieser Parkplatz mit einer Kette verhängt. Das heißt, wir sind, oder ich rede jetzt einmal von mir, zu dem Nachbargelände, das ist eine Austropetrol-Tankstelle, gefahren. Wir sind unmittelbar daneben. Ich bin dorthin gegangen, habe bei dem Tankwart eine Dose Red Bull erworben, den freundlich gefragt, und ich bin ungefähr eine Stunde da, ob ich bei ihm vor dem Shop, da war die ganze Parkfläche noch frei, parken kann, und er hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. So weit, so gut. Wir haben dann diese Kundgebung abgehalten. Die war nicht angemeldet, das heißt, die Herrschaften waren von unseren Erscheinungen etwas überrascht, etwas überrumpelt. Die Justizwache hat sich angeschaut, was da passiert. Es war ein Medienvertreter auch draußen mit großer Kamera. Das heißt, die haben sich da ein bisschen zurückgehalten, haben beobachtet und haben gesagt, okay, es ist friedlich, es ist nicht laut, es wird mit nichts geschmissen, es wird nichts angezündet, keine Autos umgeschmissen oder sonstiges. Also alles, was man uns halt vielleicht so Böses zutrauen würde. Und man hat gesagt, gut, soll man die Kollegen von der Exekutive ein Auge drauf haben. Die sind dann auch mit zwei vollbesetzten VW-Bussen und offener Schiebetür, zwei mit Fenstergucken vorbeigefahren, haben sich etwas abseits hingestellt, habe die Situation beobachtet, habe gesagt, es passiert da nichts wirklich Dramatisches. Das Ganze insgesamt wird sie gezogen haben, maximal eine Stunde. Und es hat sich in weiterer Folge dann eben zugezogen, dass ein Bezirksinspektor aus Abdena, also von einem Polizeiposten, der knapp 39 Kilometer entfernt war, dort beschlossen hat, auf dem Privatgelände dieser Tankstelle eine Fahrzeugkontrolle vorzunehmen. Er hat den Zaunen angewiesen, der Tankwart hätte ihn dazu angestiftet. Nach Rücksprache mit dem Tankwart weiß ich, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe eine schriftliche Bestätigung von dem Tankwart, dass ich zugegebenerweise als einziger von der Gruppe dort parken dürfte, weil ich staatliche Schutzkontrolle behalten habe. Jedenfalls hat dieser Exekutivbeamte mein Auto begutachtet auf diesem Privatgelände und hat festgestellt, ich habe zwar gültige Spiegel, aber er hat sich eingebildet, ich hätte trotzdem als Zulassungsbesitzer nicht Obsorge getragen, dass mein Fahrzeug den Gegebenheiten des österreichischen Kraftfahrgesetzes entspricht. Er meinte nämlich, ich hätte zu dunkle Rückleuchten. Mhm. Er meinte, ich hätte die mit einem Spray innen lackiert. Und deswegen hat er Anzeige geschrieben. Er hat in dieser Anzeige weiters auch dem Betreiber nahegelegt, eine Besitzstörungsklage anzuschreiben. Und mir erschien das Ganze tatsächlich eher so, als wenn es darum ginge, ein Exempel zu statuieren, dass da zukünftig keine weiteren Kundgebungen stattfinden, dass man da einfach ein bisschen abschreckend wirkt. Da ging es nicht um die Fahrzeugsicherheit, denn ich war in unmittelbarer Nähe. Also wenn man versucht hätte herauszufinden, wo stehen fünf Autos, wem gehören die bitte und wem gehört dieses Fahrzeug, dann hätte ich meine Hand gehoben und der hätte dann gerne mit mir vor Ort im Sinne der Verkehrssicherheit abklären können, um was es geht. Darum ging es aber nicht. Ich wurde nicht angesprochen, ich habe dann auch ein paar Wochen später wiederum den obligatorischen blauen Brief bekommen mit einer Strafverfügung. Das ist dann wie folgt. Diese hier. Zwei Seiten. Da ging es nur, in Anführungszeichen, um eine Strafe von 70 Euro. Also grundsätzlich nichts, was einen Rechtsstreit rechtfertigt. Auf der anderen Seite habe ich gesagt, wenn ich das einzahle, ist das ein klares Schuldeingeständnis. Und wer weiß, was dann in weiterer Folge passiert. Außerdem bin ich zugegebenerweise jemand, der Überzeugung ist, dass Recht Recht bleiben muss oder sollte. Und habe da ebenfalls einen Einspruch bekommen. Das ist selbiger. Der ist natürlich wiederum abgelehnt worden. Das heißt, ich habe dann wiederum diese Anzeigeschrift erneut bekommen mit dem beigefügten allgemeinen Schreiben, in dem der Beamte nochmal seine Wahrnehmung wiedergibt und eben auch auf mein Falschparken und die Besitzstörungsklage hinweist. Hast du die gegeben? Nein.
Ich habe, wie gesagt, auch schriftlich, dazu kommen wir dann gleich, ich habe dann dagegen eine Beschwerde eingereicht, das ist die, habe in der eben auch festgestellt, dass es eine Bestätigung gibt mit Firmenstempel, dass ich an dem besagten Tage Rücksprache mit dem namentlich angeführten Mitarbeiter der Tankstelle gehalten habe und dass ich dort parken durfte. Wir haben das dann später auch, nachdem diese Geschichte war, noch verifiziert, aber ich glaube, das ging jetzt zu weit. Es ist dann mehrfach eine Behandlung anberaumt worden, die aus verschiedenen Gründen verschoben werden musste. Also einmal aufgrund des Gerichts, einmal aufgrund einer Verhinderung meinerseits. Letztendlich gab es dann an diesem Datum tatsächlich eine Behandlung. Ah, wie sind jetzt hier? Ein Jahr her, oder? Ja. Annehmen. Fast ein Jahr. Fast ein Jahr, ja. Und bis 22, ja. Und auch hier wurde dann im Namen der Republik stattgegeben. Ich habe jetzt die gesamte Ausfertigung, die der Richter angeführt hat, nicht mit, weil es sind mit Protokoll 17 Seiten. Aber wie gesagt, es wurde stattgegeben, alles was relevant ist, ist da drinnen zusammengefasst. Das ist jetzt vom Mai. Genau, ich glaube, der Vorfall selber war im August. Genau. Und das hat sie dann eben auch vom August. Bis Mai 23. Genau. Und jetzt ist er Ruhe, oder? Ich gehe mal davon aus, dass es im Moment mal gut ist. Ja. Nachdem ja jetzt mit 30.06. offiziell die Corona-Sachen für den Augenblick mal abgesagt sind. Ja, jetzt können wir mal testen, ne? Das ist wirklich. Ja, in Chile tragt man schon wieder brav Masken. Es ist ja eh auch in China schon wieder eine Welle da. Und der Lauterbach in Deutschland hat ja jetzt ein neues Steckenpferd. Der nächste Lockdown kommt jetzt wegen dem Klima. Also aus dem Wahnsinn werden wir nicht entkommen. Ich glaube, dafür ist viel zu erfolgreich die Saat aufgegangen, die man da hat keimen lassen. Man hat festgestellt, man kann mit der Bürgerschaft in Österreich und in Deutschland relativ willfährig umgehen. Und ich denke, da wird schon noch was folgen. Ein paar Hofstrafen stehen einer aus bei mir, also was so vor 2 Jahren also passiert sind. Ja, von das Wien liegt her. Aber daran, dass das in Wien war, ja. Die Bürokratie von Wien noch dauert dann ein Jahr länger als Wien Salzburg. Dafür muss man den Wienern zugutehalten, dass die Tagessätze wesentlich fairer sind. Und wie? Da gibt es Unterschiede von 45 Tagen Haft, wo die Wiener Sachen mit 16 Stunden abgeglichen sind. Also das sind Dimensionen dazwischen. In Salzburg habe ich für ein Maskendelikt 500 Euro gezahlt, was in Wien da mit 100 Euro. Ja, wobei man natürlich gesagt, der Tag hat es noch spannender war. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, nachdem wir sehr, sehr rege Teilnehmer an den Protestkundgebungen waren, hat man natürlich auch versucht, ein Exempel zu statuieren. Also ich glaube, wenn heutzutage irgendeine ältere Dame ein, zwei Mal mit ihrem Enkel bei so einer Demo mitgeht, dann ist das nicht gleich so wie bei uns zwar, dass man sagt, oh, Maskenverstoß, da machen wir nicht 100, da machen wir gleich 300 und wenn da nicht sofort der Einspruch erfolgt, machen wir gleich bei der nächsten Zahlung 500. Ich glaube, da hat man schon ein bisschen versucht zu leiten. Es war nicht gerade beliebt, dass wir die Willkür mit fototechnischen, videotechnischen und journalistischen Aufgaben belegt haben. Man muss dazu sagen, also es ist unter anderem dem Herrn Reuter hier zu verdanken, dass der Fall von Max auch filmtechnisch dokumentiert war, weil sonst wäre da Aussage XY-Beamte gegen Herrn Max. Könnte man vor Gericht dann benutzen. Und das wäre natürlich anders ausgegangen. Vor allem, das Schlimme ist, ich verstehe, dass ein Beamter, auch wenn er eine Demonstrationspflicht und ein Demonstrationsrecht hat, dass er aufgrund der Befehlskette Auftrag gibt und das umzusetzen hat. Nur wenn ich mir anschaue, dass man sich dann, wie gesagt, an Pensionisten, an kleine Kinder, wie gesagt, mich hat in der gesamten... Vor allem Max, den hat er auch wieder kennt, ne? Naja, und vor allem, ich meine, das ist ein besonnener, friedlicher Mensch. Ja, wenn ich heutzutage sage, da tritt jemand aggressiv auf,
Was ich jetzt nicht sage, dass man das nicht auf einer Großdemo in Wien mit x 100.000 Leuten, also in den Medien waren es dann 20.000, aber andere Geschichte, dass da vielleicht einmal einer irgendwo unflätig wird oder vielleicht zwecks cool, ich zeige meinen Unmut und spucke da aus, weil wir sind jetzt alle so mitten in Wien angst oder sonst was. Das will ich nicht einmal leugnen, dass das vielleicht nicht wo vorkommt. Aber wie gesagt, der Max ist ein besonnener, friedlicher Mensch und der hat sich auf eine Bankbank gesetzt und hat sich einfach nur geweigert, aufzustehen und eine Maske aufzusetzen. Und dann haben den 6 Polizisten von dieser Bank runtergerissen und haben den über den Asphalt geschleift. Und das wird gesagt im Jänner bei Temperaturen roundabout plus minus null. Der ist mit, wenn ich das so brutal sagen darf, einem halbnackten Arsch über den Asphalt geschleift worden. Wo ich sagen muss, Entschuldigung, das ist nicht notwendig. Ja. Meinst du, dass er nicht passiert ist, Gott sei Dank? Ja, gut, also wir haben, ich habe da lustigen Spendenauflauf, wir haben da einen jungen Mann, der ist bei einer verspäteten Festnahme wegen angeblichem Widerstand gegen die Staatsgewalt von 4 Beamten getackelt und am Boden fixiert worden. Und der hat eine Schädigung der Halswirbelsäule und von ein paar Rippen davon getragen. Und ist für das Ganze, obwohl die Polizei selber ein Video gemacht hat und man sieht auch das Stativ, wie sie in dieses Geschehen reinfilmt, und der Mann, der das angeblich da in diesem gefilmten Bereich randalieren soll, steht erkennbar 15 Meter abseits. Also der war gar nicht in dem Geschehen, ist aber trotzdem in Salzburg in erster Instanz verurteilt worden. Und wir versuchen da jetzt ein Berufungsverfahren möglich zu machen, weil das kostet natürlich auch ein bisschen an Geld. Erster Anwalt verloren, also auf Anwaltskosten, dann Schaden, der entstanden ist und dergleichen, dann ein Berufungsverfahren, Anwalt dafür. Und wie gesagt, da machen wir jetzt gerade einen Spendenaufruf. Also ich finde schon, es ist schlimm, was da teilweise behördentechnisch passiert ist. Ja? Das gereicht unserer vermeintlichen Rechtsstaatlichkeit. Nicht in allen Fällen, wie gesagt, in manchen wurde da auch wirklich dann in zweiter oder dritter Instanz vernünftig entschieden. Aber es reicht unserer Rechtsstaatlichkeit meines Erachtens noch nicht zu ehren. Muss ich wirklich sagen. Also wie gesagt, Krankheit gut und schön, aber wenn man dann so wie es in Deutschland macht, ist, weil wir haben ja keine Wasserwerfer, bei Minusgraden, Leute, die das Schild mit Grund hochhalten. Ja, mit dem Wasserwerfer anschlitzt, weil man ja quasi verhindern will, dass das Gesundheitssystem kollabiert und irgendeiner ins Krankenhaus muss, dann passt das für mich nicht zusammen. Wie gesagt, in Wien sind ältere Damen, und wenn ich sage ältere Damen, dann bin ich dabei 70 aufwärts, niedergerissen und auch von 4 Beamten bei Schneefahrern niedergehalten worden, wo ich sage, wofür, also für so ein altes Mädchen. Dann nehme ich einen Beamten, und wenn der fest am Oberarm zupackt, muss man aufpassen, dass die Dame keine blauen Flecken hat. Da muss ich nicht 4 Beamte mit Helm und Affe auf die Mutti und niederdrücken. In Tirol, glaube ich, ist am Rentner, der hat einen Schlagstock ins Gesicht gekriegt, der hat die gesamte vordere Zahnreihe. Also, wo ich sagen muss, wenn es um eine Gesundheit geht, ja, dann war das mit Max, das, was da in Wien zum Teil passiert ist, was in Tirol passiert ist, ganz weit weg vom gesundheitlichen Aspekt. Ja. Und wie gesagt, also auch der zweite Fall da bei mir ist meines Erachtens noch eine Nummer, wo ich sage, da wollte man ein Exempel statuieren, und es ging nicht um die Verkehrssicherheit. Weil ich habe es eh in meinem Einspruch und auch in der Beschwerde angeführt, ich habe das Fahrzeug original so gekauft, bin dreimal zum Pickel damit gefahren, ob das anstandslos bekommen habe, aufgrund der Tatsache, dass ich ein auffälliger Typ bin und zu komischen Zeiten unterwegs bin. Also Sie haben ja scheinbar auch mitgekriegt, ich bin der Mann von der Tür. Also ich bin ja der da mit der Scherbenattacke Watzmann. Und habe eine Halbjahrbericht gemacht. Da habe ich allerdings das Foto verwendet. Ich würde da ja nicht so im Rampenlicht stehen, ganz ehrlich gesagt, weil ich es eigentlich gar nicht so toll finde. Jedenfalls habe ich dann halt schon festgestellt, ja, das kann meines Erachtens noch nicht zusammengehen, dass man da eben sagt, es geht da vermeintlich um die Verkehrssicherheit. Wenn der mit mir geredet hätte, alles gut, mein Fahrzeug, ich habe Pickerl,
Original-Kaufbickerl vom UNTC, also auch nicht von irgendeiner Wald- und Wiesenwerkstatt. Ich vertraue schon, dass wenn mir ein Auto vom UNTC verkauft und mir Kaufüberprüfung bei dem, dass das eine Richtigkeit hat. Also wenn ich auf irgendeinem dubiosen Autoplatz mit so einem Container irgendwo ein Auto kaufe und der sagt dann, na, hat Bickerl, ja gut. Aber wie gesagt, das hat ein Bickerl vom UNTC gehabt. Ich habe eine Kaufüberprüfung gemacht und das Fahrzeug so übernommen, habe 3 Jahre in Serie anstandsloser Bickerl bekommen, bin mehrfach von der Polizei aufgehalten worden und keiner dieser Beamten, die mich aufgehalten haben, auch während der Corona-Zeit zum Teil, hat irgendwo beanstandet, dass irgendwas an meinem Fahrzeug vermeintlich nicht passt. Ja. Dann kommt da einer aus Abtenau. Also er hat in seiner Aussage dann gesagt, naja, es gibt da diese Alarmierung, dann hat er ein Gebiet von Rursbach bis theoretisch Salzburg in Abtenau, was ich verstehe, weil in Rursbach gibt es keinen Polizeiposten. Also von Abtenau in die andere Richtung völlig in Ordnung, aber Hallein hat eine riesen Polizeikaserne im Ort. Ich glaube, Salzburg hat auch ein bisschen Polizei. Ne? Und ich glaube, Buchurstein ist irgendwo so genau im Grenzland zwischen Hallein und Salzburg. Also die Zuständigkeit von Abtenau sehe ich persönlich da nicht gegeben. Und wie gesagt, wenn der Beamte heute schon dort gewesen war, aus welchem Grund auch immer, und der glaubt wirklich, dass eine Gefährdung vorliegt, ja, dann soll er bitte fragen, wer von den Herrschaften ist der Zulassungsbesitzer und soll mal erklären, machen Sie mal einen Kofferraum auf, ich würde nicht Blenden von hinten sein oder was auch immer. Aber wie gesagt, das war alles nicht. Und er hat sogar extra bei der Tankstelle noch dreimal drauf hingewiesen, da können sie eine Besitzstörungsklage machen. Also ich glaube, er war ganz erpicht drauf, da unbedingt irgendwo eben zu verhindern, dass da eventuell wieder so eine Kundgebung stattfindet. Es gab ohnehin keine zweite, es hat gar nichts damit. Ne? Wir sind die Bundesregierung, wir kochen nicht dreimal denselben Kalauer auf. Ne? So aller Rudolf Angstschober, die nächsten 14 Tage werden entscheidend sein, sondern wir machen einmal eine Kundgebung zu einem Thema und das nächste Mal wird es eine andere Form der Kundgebung. Wir machen nicht immer das selber. Ne? Ja, soweit also meine Geschichte. Ja, super. Nein, ich werde mir das in Ruhe noch mal anschauen. Mhm. Und das heißt, Sie brauchen das so, können Sie sich Kopien machen? Ui, ich habe da glaube ich jetzt schon aufgeschmiert. Okay, das wäre nicht tragisch, nur ich brauche den Blitz selber. Das können wir einfach schnell abfinden, ja. Ja, natürlich. Das ist das Allereinfachste, bevor ich jetzt lang kopieren gehe, ne? Ja, Sie haben ein Telefon, mit dem das geht. Mit meinem Gang ganz nicht, aber die Polizei ist auch. Wenn es nicht stört, ich habe das vorher unterstreichen und rufen. Das ist überhaupt nicht tragisch, nur ich brauche es einfach fürs Archiv sozusagen. Ja, ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einer den ganzen Akt halbwegs übersichtlich mit, damit sie eben sehen, es wurde. Ich bin aber auf der Richtung, dass sie damit den ganzen Gräsen beschäftigt haben. Das, was ich spannend gefunden habe, war eben bei dem ersten Fall, wo es eben um diese Bahnhofsgeschichte ging. Da gab es eben eine Verhandlung gegen einen Herrn Reuter, ja, mit denselben Anklagepunkten wie bei mir. Und eben gegen einen anderen Mitstreiter, also die haben alle vermeintlich dasselbe, nur zu etwas anderen Orten gemacht. Ja, ne? Ja. Und da gab es eben schon, da hat er bei mir extra nochmal verhandelt, weil man dachte, da liegt ja eigentlich der Sachverhalt auch bei Gericht schon mal klar. Ne? Also dass man da noch eine andere Richterin behelligt, Dankeschön, dass man da nur einmal zulasten des Steuerzahlers sagt, da verhandeln wir nochmal, da müssen alle nochmal antanzen. Aber das muss dann irgendeiner als Gerichtsschreiber niederschreiben, das muss dann durch sämtliche Instanzen gehen, da ist jetzt das und das Urteil nochmal raus. Das ist eigentlich ein Irrsinn. Eine Zermürbungstaktik. Ja, aber ich denke mal, also damals war ja die Teuerung, wir haben sie schon kommen sehen, weil uns klar war, dass das
wenn man Betriebe einfach schließt, die Mitarbeiter glaubt halt, dass daheim bleiben unproduktiv. Wenn man eine lustige Testpolitik macht, dass dies natürlich irgendwie auch wirtschaftlichen Schaden und Folgen nach sich ziehen wird, das war uns damals schon klar. Aber wie gesagt, dass man das halt dann noch weiter fortsetzt, es ist ja Wahnsinn. Wie gesagt, wenn man, wir pfeifen wirtschaftliches ehemaliger EU-Nettozahler ziemlich aus dem letzten Loch. Im Ländervergleich Deutschland, Schweiz ist Österreich am schlechtesten im Gesamten durch die Pandemie gekommen, was eine reife Leistung ist, weil die Deutschen haben sich auch nicht gerade mit rumgeklettert. Und dann fährt man da hin und verlucht Geld, um, wie gesagt, lustig mit einer Kofax Sachen zu machen, um dann hinterher drauf zu kommen, na, wir haben damals schon eine Inflation von über 6% gehabt. Ja, und jetzt sind natürlich die Maßnahmen und der Militärkonflikt inklusive dem dazugehörigen Gas und sonstigen Ding ein weiteres Problem. Ja. Aber wie gesagt, wir haben damals schon gesagt, man fährt damit sinnlos Branchen an die Wand, weil so tolle Sachen wie man sperrt um 22 Uhr dann eine Gastronomie zu, weil der Virus dann nämlich um 22 Uhr, weiß ich nicht, ansteckender oder tödlich ist. Also bitte nicht falsch verstehen, ich bin keiner, der die Existenz von Coronaviren leugnet. Ich bin auch keiner, der sagt, dass diese Variante, also dieses SARS-CoV-2, nicht mitunter gefährlicher ist als die eine oder andere vorherige existierende Corona-Geschichte. Für Menschen mit Vorerkrankungen und so weiter, nur 98% der Bevölkerung hat halbwegs ohne Probleme überstanden. Es gibt ein Restrisiko, ganz klar. Ne? Aber wegen dem zu sagen, wir fahren ein ganzes Land an die Wand, wir fahren Betriebe runter, wir sperren Kinder daheim ein, die nicht einmal Risikogruppen darstellen. Ja. Wir machen da Angst und Panik und wie gesagt, hauen da Geld an Ecken und Enden raus und dann geht man her und straft. Ich meine, da sind die Aktionen gelaufen. Wie gesagt, in Vorarlberg hat ein Polizist Warnschüsse abgegeben, was dann auch rechtlich natürlich irgendwie geklärt werden musste, weil zwar leider auf einer Bank gesessen sind. Ich meine, da fällt man wirklich ein bisschen das Verständnis. Ja, hoffentlich kann man das alles nicht ganz. Ja, hoffentlich. So lange ich da gesessen, Drahtzieher bei uns in der Regierung und da sind nicht so sicher. Ja. Ganz okay. Ehrlich gesagt. Okay. Weil die haben ja zum Teil, also sicher nicht alle, manche waren da wirklich unwissend, aber manch einer hat ja da auch schon gut mit verdient. Wenn man sich da so anschaut, wer da so voller Beschaffung und Tests und Teststraßen und so im Hintergrund irgendwie seinen privaten Lobbyismus im Bekanntenkreis frönen konnte. Ich meine, Österreich und Deutschland waren ja die einzigen zwei Nationen, die überhaupt die FFP2-Maskenpflicht hatten. Und an beiden hat die jeweilige Regierung indirekt gut mitverdient. Also insofern sage ich, solange da schon noch ein und zwei im Hintergrund sitzen, glaube ich, ist das noch nicht vorbei. Und solange man halt auch noch einen Gesundheitsminister in Deutschland hat, der halt da nach wie vor zur Selbstdarstellung um jede Krise froh ist, also der Lauterbach wird seinen Schatten über die Grenze auch zu uns werfen. Und solange wir noch den einen oder anderen haben, der sagt, hey, das ist eine gute Idee, das ist ein Blödsinn, das machen wir auch, bin ich da nicht ganz so positiv, was noch kommt. Aber man wird sehen. Wie verbleiben wir? Sie schauen sich das an. Ich schaue mal nach und dann muss man zusammen. Das soll mir so recht sein, wenn wir haben. Alles gut? Super. Gut, dann